Hallo Freunde der DJI Mini 2 und willkommen auf dem Aussichtsturm Klitznik. Ja, ich bin ja vor vielen Monaten zum allerersten Mal geflogen, habe bloß einen allerkurzen Testflug gemacht und heute soll es mal richtig losgehen auf einem Sonntagvormittag, morgens ziemlich früh, damit mich hier keiner stört. Zum Glück ist bis jetzt auch noch keiner aufgetaucht und man kann ja ziemlich wunderschön fliegen. Also erstmal eine kurze Orientierung. Da ist Westen, da geht die Elbe lang, da darf man natürlich nicht mehr fliegen, das ist ja schon Bundeswasserstraße. Hier sind auch die Elbauen, nördlich von hier, da ist eine Lanke, da fängt auch Naturschutzgebiet an. Da sieht man Tangermünde da hinten, Klosterkirche Jericho, hier ist Klitznik, da fliege ich nachher auch nochmal drum rum. Riesiges Waldgebiet Richtung Osten und da Richtung Süden ist das Dorf Parey und hier ist eine riesige Feld- und Wiesenlandschaft und ich fliege jetzt beim ersten Flug erstmal in die Richtung bis zur Waldkante da hinten, 2 Kilometer, dann einmal über den Wald rüber und dann noch bis zum Dorf, Nielebock, 4 Kilometer Luftlinie, da kann ich dann nicht weiter, da ist eine Hochspannungsleitung, kann man sogar sehen, ja mit der GoPro kann man es jetzt nicht erkennen, die hat ja bloß Weitwinkel. Ja, tolle Sache, so sieht's aus und dann fliegen wir mal los Richtung Süden. The home point has been updated. Please check it on the map. So, hallo Freunde der DJI Mini 2 zu einem tollen neuen Flug von einem Aussichtsturm. So, ich muss hier erstmal eine gute Position suchen. Hier habe ich ein bisschen Sonnenschutz. Jo, und wir fliegen mal bei fast Windstille und schauen uns mal die Gegend an. Ich habe hier vor vielen Monaten schon mal einen Testflug gemacht. Und hatte immer mal vor, hier bei guten Flugbedingungen nochmal zu fliegen. So, wir fliegen erstmal 2 Kilometer Richtung Süden und dann versuchen wir über das Waldstück rüber zu kommen. Jo, Flugbedingungen sind gut. Sonne scheint. Da vorne ist schon ein Rapsfeld. Können wir mal ein bisschen runtergehen. Theoretisch müsste das mit Tiefflug hier ganz gut klappen. So, jetzt kribbelt die Verbindung doch ein bisschen, also ein bisschen weit dazwischen. Okay, versuchen wir mal, ob das gut klappt. Jo, wie gesagt, die Gegend hier kenne ich noch überhaupt nicht zum Fliegen. Ich habe hier bloß mal einen kurzen Testflug gemacht von dem Turm vor einigen Monaten und dachte mir, das ist eigentlich optimal, um mal ein paar Weitflugexperimente zu machen. Jo, Sonntagmorgen. Ich hoffe, mich stört hier niemand um die Zeit, dass hier keiner auf den Turm raufkommt. Das wäre dann etwas nervig. So, mal schauen, ob wir hinter der Baumgruppe jetzt noch Kontakt haben. Ich sehe das Rapsfeld ganz gut von hier. So, ja, gute Sicht von hier aufs Rapsfeld.
Macht auch immer wieder Spaß, über Rapsfelder zu fliegen. So, bei 2000 Meter Entfernung wollte ich dann links über den Wald abbiegen. Müssen wir mal langsam hochgehen, dass wir da gut rüberkommen. So, sind wir schon bei 2000. Noch nicht, aber doch. Okay. Jo. So. Hatte ich auf der Karte so berechnet. Ah ja, da hinten ist schon wieder Feld zu sehen. Ich wollte nicht allzu weit über Wald fliegen. Genau. So, da ist der Wald schon wieder zu Ende. Und das Ziel ist das Dorf Nielebock. Bei knapp 5 Kilometer Entfernung, aber bei 4500 Meter ist eine Hochspannungsleitung. Da werde ich dann umdrehen müssen. Ansonsten wäre das hier wirklich nur ein super Startplatz für Weitstreckenexperimente, aber ja, ist eine Bundesstraße, ein paar Kilometer östlich von hier und Hochspannungsleitung südlich, von daher ist es nicht so optimal. So, okay, dann fliegen wir mal noch 2 Kilometer geradeaus. Da muss irgendwo rechts eine Landstraße sein. Ich glaube, da hinten ist das Dorf Nielebock schon zu sehen. Und dann fliegen wir auch wieder zurück. Ja, wer mal herkommen will, ich stehe hier auf dem Aussichtsturm in Klitznik, kleines Dorf. Den Aussichtsturm habe ich zufällig im Vorbeifahren mal entdeckt. Wusste gar nicht, dass es hier einen gibt. So, ich musste mal gerade die Position ein bisschen wechseln. Ich muss mal schauen. Doch, jetzt müsste eigentlich gute Verbindung sein. So, wir haben gleich 3000 Meter. Ja, es ist fast windstill. Jetzt habe ich es ein bisschen im Nacken, also ein bisschen Westwind. Obwohl so. Ja, jetzt zeigt er Verbindungsschwäche an. Das kann jetzt mit den hohen Bäumen zusammenhängen. Gehen wir mal ein bisschen höher. So müsste es gut sein. So, da sind die Windkraftanlagen, die stehen alle ungefähr 100 Meter rechts von der Straße. Da halten wir mal Abstand. Ich glaube, ich sehe da schon einen Hochspannungsmast. Ich sehe gerade, die Karte hat sich immer noch nicht aktualisiert seit meinem Update. Ja, da kommt ein Hochspannungsmast. Ist der schon bei 4000 Meter? Okay, dann drehen wir da um. Na gut. Battery level is low. The aircraft will go to the home point in 10 seconds. Okay, das war der Flug in diese Richtung. Kleiner Blick auf das Dorf Nielebock. Näher kommen wir nicht ran. Halt jetzt ein bisschen Abstand. Oder unten fliegt, glaube ich, ein Greifvogel. So, okay, fliegen wir mal zurück. Na gut.
Gut, wir nehmen mal die gleiche Strecke zurück. Ich gehe mal ein bisschen runter und versuche mal neugierig zu gucken, wie dann die Verbindung aussieht. Die müsste gleich weg sein. Wird zwar jetzt nicht unbedingt ein Return to Home auslösen, aber... Na. Das Videosignal wird jetzt schon schwach. Schwaches Antennensignal. Oh ja. Sieht ganz schlecht aus, das Signal. Okay, ja, da ist jetzt noch ein ganzer Wald dazwischen. Den Spaß lassen wir mal lieber. So. Ja, hier ist eine Landstraße neben dem Turm, 100 Meter entfernt. Landstraße erster Ordnung, darf man rüberfliegen. Fliege ich vielleicht nachher nochmal entlang. Ist nicht allzu viel Verkehr jetzt um die Zeit. Der Turm ist hier 100 Meter ungefähr vom Dorf weg. Steht auf einer ziemlich hohen Erhöhung. Ungewöhnlich, dass hier so ein großer Hügel hier im Flachland direkt an der Elbe steht. Und da haben sie hier mal einen Turm hingebaut. Ja. Der ist Gott sei Dank auch ein bisschen höher als die umgebenden Nadelgehölze. So, jetzt müssen wir wieder über das kurze Stückchen Wald rüber. Geschwindigkeit sieht gut aus. Ach, sogar eine kleine Schneise. Da hinten sehe ich schon wieder das Rapsfeld, das ist gut. So, schnell über den Wald rüber. Okay, dann können wir wieder ein bisschen niedriger gehen. So, hier fliegen lauter Schwalben rings um den Turm rum, sehe ich gerade. So, dann müssen wir mal schauen, dass wir bis zur Landstraße kommen. Ich gehe mal ein Stückchen hoch. Wo ist die Straße? Ach, da ist er. Jo, da ist schon der Turm zu sehen, beziehungsweise der Berg. Turm sehe ich jetzt nicht auf dem Display, aber ist ja auch egal. So, 1000 Meter, Lipo ist bei 41.
dass da Kühe sind. Die lassen wir jetzt mal in Ruhe. Und dann fliegen wir neben der Landstraße mal zurück. So, ich weiß gar nicht, ob man die Elbe sehen konnte im Hintergrund. Da sind bloß noch ein paar hundert Meter bis zur Bundeswasserstraße, wo man dann nicht mehr fliegen darf. Okay, ich gehe jetzt schon mal auf Startpunkthöhe. Ja, ich höre irgendwelche Graugänse unter mir schreien. Ich hoffe, die werden mir ja nicht in die Drohne reinfetzen. So, über die Baumgruppe muss ich noch rüber. Irgendwie habe ich hier einen Reflex im Display. Keine Ahnung, wovon das kommt. Sieht aus, als ob es irgendwie von den Rotoren kommt. Ja, die Drohne sieht stabil aus. Da kommt sie an. Landing. Oh, das ist ganz schön knifflig, die Drohne hier auf dem Turm zu landen. Beim letzten Mal war Sturm, aber das ging.